Freunde aus Frankreich. Aha. Ganz schön schlecht. Sind wohl kaputt. Gelb ist das Portal. Ach Gott, ich hasse das Teil. Schlecht. So, die Blascheibe wird, denke ich, mal runtergehen. Geht echt kaputt. Bei dem ist, glaube ich, bei der Geburt einiges schief gelaufen. Laut, ey. Ich gehe die Liste der Testsubjekte im Hyperschlaf durch. Ich habe zwei mit deinem Nachnamen gefunden. Einen Mann und eine Frau. Wie klein die Welt doch ist. Mama? Papa? Nach dem nächsten Test wartet eine Überraschung auf dich. Aber ich verrate nichts. Nur ich weiß so es schon. Du triffst zwei Menschen, die du lange nicht mehr gesehen hast. Vor allen Dingen, der Teil ist jetzt mal echt. Ha. Also ich glaube, ich verzichte auf eine Augen-OP. Ach, den Würfel können wir, glaube ich, für den Laser mal nehmen, ne? Wäre, glaube ich, mal ganz hilfreich. So. Das kann passieren, wenn ihr eine Augen-OP habt, ne, übrigens. Also überlegt es euch lieber zweimal. Der nächste Test wurde von einem der Nobelpreisgewinner von Aperture erstellt. Ich weiß nicht, wofür der Preis war. Jedenfalls nicht für Immunität gegen Nervengift.
Passt schon. Ich wette, du denkst, so. Ich habe deine Überraschung vergessen. Falsch. Wir gehen direkt darauf zu. Nach all den Jahren. Bei dem Gedanken kommen mir die Tränen. Hast doch gar keine. Es heißt doch nur Kühlflüssigkeit, du. Du ungefühlvolles Vieh, du. Überraschung. Überraschung in 3, 2, 1. Ich hab gelogen. Überraschung. Ach komm, falls es dich glücklicher macht. Sie haben dich als Baby verstoßen, also glaube ich kaum, dass sie dich sehen wollen würden. Übertreib doch mal. Wo ist denn überhaupt ein Würfel? Da. Kommen wir denn da drüben hin? Verdammt. Wie kann man denn da rüber jetzt? Jetzt sofort. Oh, ganz einfach mit dem Portal, ey. Stellt man sich schon wieder an. Perfekt. Oh, da ist gar kein Dings. Scheiß drauf. Nein. Oh, was ist da, du? Ha. Bei der nächsten Gelegenheit hau ich mir erstmal einen Laser in die Fresse rein. So. Jetzt kannst du mal richtig fett nach Hause gehen. Ich habe ein komisches Gefühl wegen der Überraschung. Wir sollten besser deine Eltern anrufen. Die Hallo. Eltern, die Sie anrufen möchten, lieben Sie nicht. Legen Sie auf. Traurig, aber eindrucksvoll. Vielleicht waren Sie Mitarbeiter der Telefongesellschaft. So vielleicht. Ah! Viel zu viele. Tschüss, ihr Flaschen. Fahrstuhl. Oh. Hey, wie geht's? Ich hab mich wieder in die alte Nanobot-Riege eingeschleust, die den Schacht neu aufbaut. Die sind winzig klein darum. Oh, ich weiß, Jerry. Nein, ich mach grad Pause, Kumpel. Pause. Ah! Halte durch, nur noch 5. Was, Jerry? Du kannst mich deswegen nicht feuern. Jerry, wenn deine Leute nicht so engstirnig wären, würden sie auch einen Nanobot von meiner Größe akzeptieren. Intolerantes Pack.
Wir sehen uns vor Gericht wieder. Und du, halte durch. Noch 5 Kammern. Aha. 5 Kammern, sagt er. Wenn er meint. Du kennst doch die alte Formel. Komödie ist Tragödie plus Zeit. Und du hast ewig lange geschlafen. Also ist es sogar ziemlich komisch, wenn du es ausrechnest. Nö. Gott, ey. Wieder so ein krankes Level, ne? So. Also wir müssen mal den Laser davon da drüben kriegen. Also muss ich erstmal da irgendwie rüberkommen. Okay. Was tust du denn jetzt? So. Ich glaube, wir hätten uns mal den Dings behalten sollen. So, dann gehen wir mal den nochmal holen. Gehen wir mal da drüber. So. Da wir jetzt fertig haben, müssen wir dann auch nochmal rüber. Haben wir eben einen Katapult oder sowas? Das würde es etwas einfacher machen. Oder so etwas. Da. Was machen wir jetzt? Ja, theoretisch ja, praktisch nö. Vielleicht da. Okay. Wenn er meint, dass er das machen muss, dann macht das halt so. Machen wir den einmal dahin und... Hoi! Schuppen wir den einmal runter. Kommen wir denn zu dem nächsten hin? Einfacher geht er doch wohl gar nicht, ne? So. Wir haben eine Kamera und 2 Würfel. Gehen wir hier mal rüber. Mit einem Würfel. Oder ohne? Weg. So, dann kommt das blaue Portal. Gleich dahin. Das ist blöd. Sehr blöd. Aha, falsch. Bin ich denn schon wieder für Trottel, ey? Warte mal, geht das eigentlich auch? Hui! Ab bei dem Müll. So, genau, den Würfel einmal nochmal runter und hoch. Geht doch. Das gleiche machen wir nochmal mit uns selbst und dann haben wir schon fertig. Geronimo! Was hat er? So, dann noch einmal darüber. Brennt! Genau.
fertig. Ich habe über unsere Situation nachgedacht und die optimale Lösung für einen von uns gefunden. Na? Schieß los. Aber nicht so feste. Unseren Bestimmungen zufolge muss ich dich warnen, dass die nächste Testkammer sehr gut aussieht. Na ja. Ganz recht, die Anlage ist wieder voll funktionstüchtig. Hui!